Der Allgemeine Deutsche Katholikentag, der in den Septembertagen 1933 in der Stadt Wien gefeiert wurde, gehört zu den ganz großen Ereignissen im Leben der katholischen Kirche und besonders in der Geschichte unseres katholischen Volkes und Landes. Wenn der Heiland einmal gesagt hat, dass er schon dann, wenn auch nur zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, unter ihnen ist, wie sollte er nicht mit uns sein, die wir so viele Zehntausende, ja Hunderttausende zusammengekommen sind und miteinander gebetet und geopfert haben, um Gott zu dienen und zu huldigen. Wie sollte der Herr uns nicht helfen, da wir doch so sehr um seinen Segen flehten, damit wir das Rechte erkennen und dann in unserer Zeit das tun, was in ihr notwendig ist und was Gott und die ganze Menschheit schließlich mit Recht von uns Katholiken verlangen. Der Katholikentag sei für uns eine Zeit der seelischen Erneuerung, eine Zeit, da wir im Geist unsere Aufgaben erkennen, die wir zu erfüllen haben.